Ich heiße Emma Giroux, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache hier Kanupolo und auch ein bisschen Wildwasser. Momentan eher Kanupolo, aber das Wildwasser fehlt mir schon ein bisschen. Aber ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich bin zum Kanu gekommen durch meinen Vater, der auch hier im Club ist, seit so 20 Jahren, glaube ich, ein bisschen mehr. Und eigentlich, er hat uns immer mitgenommen auf Turnier, ins Training. Und so haben wir es eigentlich kennengelernt mit meiner Schwester. Und jetzt fahren wir auch beide. Ich mehr als sie, aber es gefällt uns beiden. Und es macht auch Spass, zusammen zu spielen. Was ist der Unterschied zwischen Kanu und Kajak? Im Kanu ist man auf den Knien und im Kajak sitzt man, also die Beine sind vorne. Das ist eigentlich der grosse Unterschied. Und ein Kanu ist offen und ein Kajak ist eigentlich geschlossen. Obwohl ein Kanu kann auch geschlossen sein. Es ist wirklich die Sitzposition. Wir sind 8 oder ein bisschen mehr Frauen, die trainieren. Und dann schicken wir meistens so eine Mannschaft von 7 Leuten an einem Turnier, weil man darf maximal 8 sein, die eingeschrieben sind. Kajak Polo ist wie Waterpolo, einfach in einem Boot. Und Tore, also Goals, sind einfach erhöht. Man braucht ein Paddel, um sich vorzubewegen. Und man hat einen Ball, um die Tore zu schiessen. Man ist je 5 in einem Team. Und es gibt dann verschiedene Taktiken zum Verteidigen und Angreifen. Und das Ziel ist einfach, möglichst viele Goals zu schiessen, ohne Fouls zu machen. Und wenn man ein Foul macht, verliert man den Ball. Momentan versuchen wir oder halt andere Frauen in anderen Clubs, die Frauen mehr in Trainings von den Männern einbeziehen. Weil momentan haben die meisten Frauen, die nicht mehr Juniorinnen sind, keine wirkliche Trainingsmöglichkeit, weil die Männer sind nicht in ihrem Training weh. Weil wenn sie jetzt Schweizer Meister werden, bringt es ihnen nicht viel, mit Frauen in die Mannschaft zu trainieren. Was etwas schade ist, weil dann können die Frauen nicht trainieren. Und für auch die Frauen-Nationalmannschaften bringt es nicht so viel. Ich mache den Sport, weil mein Vater es mir vorgestellt hat und ich es auch immer mal versuchen wollte. Und ich habe dann einfach Gefallen daran gefunden, im Wasser Spass haben mit einem Boot und auch andere Sicht auf die Natur haben von einem Fluss aus. Merci.